money, the pressure be calling. Left all my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Tag. Ich heiße Jonas und neben mir ist die Zekelina. Korrekt. Es schreiben mich schon wieder die Leute, Safe hat den Stream schon wieder vergessen. So ist es nicht. So ist es ja nicht. Also ich wüsste auch nicht, wann ich jemals einen Stream vergessen habe. Außer letzte Woche und davor die Woche. Sonst passiert mir das eigentlich nie. Ach, guck mal, mein Handy liegt sogar hier. Ja, herzlich willkommen. Hi und was geht? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Genau, die Anfangsmusik ist jetzt vorbei. Das heißt, wir sind jetzt sind wir auch richtig hier im Stream drin. Wir haben es wirklich geschafft, vor 20.06 Uhr schon dabei zu sein. Und tatsächlich habe ich ja heute auch einen Ehrengast mit am Start, und zwar die Zekelina. Es bietet sich an, morgen bist du wieder weg. Deswegen haben wir gedacht, okay, unseren letzten Abend kann man irgendwo schöner verbringen als in einem wunderbaren Livestream. Sollen wir Zekelina von der Blacklist nehmen und ab jetzt seid ihr zusammen einfach timeouten? Ja, das können wir machen. Also das könnten wir so machen. Nein. Wobei, wir könnten es noch besser machen, weil wir könnten auch einfach diesen Nightbot, den wir haben, benutzen. Und dann können wir hier, der kann immer quasi reinschreiben, sind die beiden zusammen, Fragezeichen, hier wird es beantwortet. Und dann einfach den Link zu meinem neuesten Jonas Private Video reinmachen. Das wäre am klügsten. Mhm. Wollen wir mal ein paar Fragen vorlesen? Ja. Ah, Struggle. Ich weiß ja, ob ich Germany's Topmodel schauen soll oder deinen Stream. Ich glaube, man kann sowas auch im Zweifel parallel machen. Ne? Also ich habe das auf jeden Fall schon öfter gesehen, dass jetzt in letzter Zeit viele Leute sich irgendwie vor den Fernseher setzen und dann nebenbei noch ihr Handy so haben und dann so beides parallel verfolgen. Was du machst, ist Wallah haram, Bruder. Ah, Finduskulle, vielen Dank. Nice. Viele Grüße an dich. So, deine Haare sind nice. Ah, das ist sehr nett. Irgendwie, man muss ehrlicherweise sagen, der Stream hier macht alles ein bisschen gelb. Also sie hat eigentlich viel hellere Haare und ich habe eigentlich auch hellere Haare. Die sehen beide so gelb aus. Und irgendwie, also es liegt an der Kamera oder... Weil hier ist ja jetzt nur... Also das Licht hinten ist so leicht gelblich, aber ich weiß nicht, woher das kommt. Weil so gelb wie das da hinten ist, ist es ja auch nicht. Vor allem on cam ist es alles so gelb. Hast du Montes Video schon gesehen? Der hat auf dich reagiert. Ja, das Wohnungsvideo habe ich mir schon reingezogen. Oder beziehungsweise habe ich mir sogar... irgendwer hatte geschrieben, dass er im Stream darauf reagiert hat. Dann habe ich direkt im Stream kurz zurückgeskippt. Aber der hat es jetzt auch hochgeladen, habe ich gesehen. Ich glaube, das ist sogar... Was war eigentlich dieses 108.000 Zuschauer? Wie hast du das gemacht? 108.000? Wir hatten 108.000 Zuschauer beim letzten Mal. Ach so, cool. Das war ganz krass. Heftig. War das auch noch in den Trends. Hier ist es noch in den Trends sogar, das Video. Ist ganz lustig. Wusstest du, dass es so Gaming-Trends gibt? Ach so, es wurde nochmal die Reaktion wurde nochmal hochgeladen als YouTube-Video. Ja, es wurde auch als YouTube-Video hochgeladen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Ich finde es immer so strange, wenn so Reaktionen einfach bessere Aufrufe haben als das Originalvideo. Finde ich immer so witzig. Okay, das ist aber wahrscheinlich bei ihm dann auch immer der Fall. Spenden funktioniert nicht. Ja, das haben wir ausgestellt. Also Spenden wollten wir erstmal nicht mehr machen, so, weil das, weiß nicht genau, irgendwie ist nicht so nice, wenn ihr Geld ausgeben müsst für Spenden und so. Okay, wollen wir mal was machen? Das machen wir, mache ich mal mit Jonas. Wir machen immer so eine Minute, hat immer eine Zeit. Also du musst die Augen zumachen. Ja. Kennst du das Format? Ja, ich hab schon Code 19 Hellbear, vielen Dank für das Abo. Ich habe das Gefühl, du hast schon 1000 Mal Abos abgeschlossen. Aber vielen Dank an dich, viele Grüße. Vielleicht ist das andere Abo ausgelaufen oder so. Pass auf, wir machen es jetzt. Ich hatte überlegt, wir machen es jetzt folgendermaßen. Also du musst deine Augen zumachen, die Leute dürfen dir Fragen stellen und du musst die Fragen alle beantworten. Okay. Genau, das heißt, jetzt stell jetzt mal alle Fragen, die ihr Selina schon immer mal stellen wolltet, Fragen, die ihr irgendwie im Kopf habt oder so, einfach raus damit. Ist zu viele Leute ein Abo abschließen. Vielleicht drucke ich dich irgendwie mal so als Poster aus und hänge dich einfach so hier hin oder so, genau. Jetzt bei den Streams. Okay. Sind wir bereit? Okay. Dann legen wir los. Augen zu, ja? Ist genau eine Minute. Let's go. Okay, wann hast du deinen letzten Kuss? Heute. Bist du gerade glücklich? Ja. Die oder das Nutella? Die Nutella. Die. Was magst du am meisten an mir? Was du machst, ist das ist eine ganz schwierige Frage. Ich sag gleich Danke zu den ganzen Abos. Kannst du Dialekt sprechen? Nee. Kannst du mal die Mika grüßen? Wen? Mika grüßen. Mika? Ja. Ich grüße Mika. Hast du noch deinen Nierenstein? Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Welches Shampoo benutzt du? Tatsächlich von Pomelo. Magst du mich sehr? Ja. Okay, warte, die Frage ist zu heftig. Wie haben wir uns kennengelernt? Krass Klassenfahrt. Okay, das war die eine Minute. Sorry, Leute, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, weil ich muss das immer stoppen, den Chat, weil es immer so schnell plötzlich geht. Mhm. Deswegen, wir können aber davon gleich noch eine Runde oder noch eine Runde machen, weil das geht immer super schnell. Deswegen, also ganz witzig. Voll diese Fragen, die hier immer gesperrt werden. Würdest du mit Jonas Sex machen? Okay, habe ich das eben schon gesagt? Der Stream mit Jonas, der nächste ich wollte gerade schon sagen, zwei Geschwister, kein Gedanke, aber wie heißt das nochmal? Das ist ja bei uns. Wie heißt das? Blonde?
Kim, dankeschön. Zwei blonde, kein Gedanke. Das werden wir wahrscheinlich jetzt am Samstag machen. Und auf jeden Fall nicht am Montag, weil wir am Montag relativ wahrscheinlich auf dem Dreh sind. Also ziemlich sicher. Deswegen kriegen wir es nicht hin. Und weil wir es nicht verpassen wollen oder vernachlässigen wollen, wie auch immer, ausfallen lassen wollen, werden wir es dann später machen. Also übermorgen Abend. Genau. Ich weiß, ist schon ewig her, aber wie war es bei Das schönste Mädchen der Welt mitzuspielen? Ah, das ist mir eingefallen. Ich habe heute nochmal random einen Ausschnitt gesehen davon. Und du meintest doch mal, dass wir den irgendwann nochmal gucken müssen. Ja, eigentlich wärst du sauber, wenn du nochmal anzugucken. Ich habe keinen Bock, weil du den schon mal gesehen ja, hast. Ja, das stimmt, aber mittlerweile ist es schon lange her. Ja, dann lass uns mal. Hey, warte mal, COVID-19, hello there. Wie machst du es eigentlich die ganze Zeit, dass du die Abos immer wieder abschließt? Wie macht man das, dass man das mehrfach. Ah, extended their Tier 1 Subscription through August. Ach, du hast es bis August verlängert schon. Das ist ja korrekt. Worüber haben wir noch gerade geredet? Das schönste Mädchen der Welt. Genau. Ich hatte es damals im Kino gesehen, aber du bist mir nicht so aufgefallen. Es tut mir natürlich leid. Also aber hast du es gesehen, ohne dass du mich kanntest davor? Doch, ich kannte dich schon so. Aber hast du es auch im Film gewusst, dass ich der Mitspieler? Ja, aber hat mich nicht gejuckt. Ja, was soll ich das auch jucken so? Also was soll man da denken? Ja,